Hallo Leute, Syl hier. Wir werden heute eine neue Factorio-Session anfangen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir nehmen mal die Alien-Biomes mit rein. Und um es ein bisschen schöner zu machen, mit Factorio Extended Plus und den Rampant Biters und mit der Natural Evolution zusammen, Resource Spawner Overhaul und fürs Late Game auch nochmal den Spidertron Extended, der dann mehrere Versionen haben soll. Kenne ich so noch nicht, habe ich so noch nicht gespielt. Wir haben die Nanobots noch mit dabei, damit wir ja, ein bisschen schneller vom Start wegkommen. Ich fand den Laserfence relativ cool. Mal gucken, wie wir den mit einbauen. Und ansonsten noch ein paar Quality of Life Mods. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Und dann werden wir mal gucken, wie wir das machen. Und zwar habe ich mir gedacht, wir machen Todeswelt und Eisenbahnwelt. So können wir schon mal die Eisenbahnwelt einstellen. Die Patches sind relativ groß. Ich würde tatsächlich die Reichhaltigkeit auch gern noch erhöhen, weil ich vorhab, die weiter schwieriger zu machen. Und dass wir dann trotzdem zu Anfang gerade noch eine Überlebenschance haben. Die Rampant Biter, die suchen auch unsere Basis. Die reagieren auch auf Verschmutzung, ohne dass sie damit in Kontakt kommen. Deswegen würde ich sagen, boah, wir erhöhen mal unsere biterfreie Startzone und setzen das auf jeden Fall mal hoch, damit wir dann auch genug zu tun haben und unser neues Arsenal ausprobieren können. Und ich würde den Zeitfaktor tatsächlich unten lassen, aber ich würde den Zerstörungsfaktor dafür mal entsprechend anheben. Und wir werden genug Verschmutzung erzeugen. Ich glaube, das können wir mal so lassen. Ich würde sagen, die Ausbreitung lassen wir mal auch auf Standard. Aber wir wollen auf jeden Fall die Forschungswarteschlange haben. Ja, und die Frage ist noch, ja, wollen wir was an den Rezepten ändern? Ich würde es erstmal lassen, das können wir vielleicht sonst zu einem anderen Playthrough nochmal machen. Und ja, Gelände. Da müssen wir nochmal ein paar Einstellungen machen. Und zwar würde ich schon gern ein bisschen weniger Wasser haben. Vor allem auch unter dem Aspekt, dass die Ressourcen ja gerne im Wasser spawnen und nicht beiseite gepackt werden, wo wir jetzt eh schon wenig Ressourcen haben, wäre es mir jetzt wichtig, dass wir die dann nicht irgendwo ins Wasser versenken und dann Rennereien haben. Klippen würde ich sonst auch reduzieren. Na, Häufigkeit, weiß nicht, ob man sagt, okay, wir lassen die so weit bestehen, weil die ja jetzt gerade hier im Startgebiet auch natürlich einen Perimeter bilden, den wir sonst nutzen könnten, um uns erstmal initial einzuzäunen. Ansonsten gefällt mir das so auf jeden Fall erstmal noch nicht. Da gucken wir doch mal, was hierbei rauskommt. Okay, das sieht interessant aus. Ja, diverse Wasserflächen am Anfang. Genug Bäume in der Umgebung, um irgendwie ja, Holz zu haben. Ja, gleich mal die Alien-Biomes hier ums Eck. Ja, und würde sagen, okay, man kann sich ja nicht aussuchen, wo man abstürzt. Das heißt, ich würde mal sagen, wir nehmen das jetzt einfach mal, wie es ist. Und dann gucken wir doch mal, was wir daraus machen können und wie weit wir damit kommen. Bei den Mod-Einstellungen würde ich nochmal gucken. Und zwar gibt es die Einstellung Öl im Startgebiet. Das machen wir aus. Das ist also dann die erste Herausforderung, Öl zu finden. Und die Biter sind auch so eingestellt, dass sie halt auch unschuldige Schienen und Strommasten angreifen. Das heißt, wir können nicht einfach so einen Zug dahin bauen, was wir wahrscheinlich sowieso machen müssen, trotzdem. Aber das wird uns auf jeden Fall irgendwie beschäftigen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. So, da sind wir jetzt auch mit unserem abgestürzten Schiff und mitten im Kupferfeld. Na gut.
Okay, die Kante da oben sieht schon mal gut aus. Und dann werden wir mal alles einsammeln, was hier mit uns so abgestürzt ist. So, da sind noch Sachen drin. Okay, dann haben wir das erstmal. Dann gucken wir doch mal, wo hier was ist. Das sieht soweit ganz gut aus. Das passt mir auch ehrlich gesagt ganz gut, dass das alles hier so schön zusammen ist. Könnte man hier oben dicht machen. Könnte jetzt sagen, okay, man macht die Stromproduktion hier lang. Und hier dann direkt die schmelzen. Dann könnte man hier unten Produktion aufbauen. Und dann könnte man auch relativ frühzeitig hier dicht machen. Ja, würde sagen, das ist doch eine glückliche Position, die wir hier abgegriffen haben. Oh, hier sieht's. Ah, hier kann man durchlaufen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall dann berücksichtigen. Nicht, dürfen wir nicht vergessen. Aber ich vermute mal, wir würden eh hier vorne irgendwo abriegeln. Mal gucken. Na gut, dann fangen wir mal an. Dann suchen wir uns doch mal ein paar Felsen mit Kohle. Da ist zumindest schon mal einer. Alles gut. Dann kannst du nämlich auch mit dem Mining gleich losgehen. Für diejenigen, die Factorio noch gar nicht kennen, das dürften wahrscheinlich die wenigsten sein, die sich das hier angucken. Das gibt's ja schon eine Weile. Wir stellen jetzt hier einen Erzförderer hin. Der muss angetrieben werden. Und ich würde sagen, wir bilden gleich mal eine gerade Kante. Stellen ihn da hin. Und ich habe einen Mod, der automatisch Brennstoff einfügt. Das seht ihr hier. Und noch einen, mit dem man Sachen gleichmäßig in die Inventare der Gegenstände aufteilen kann. So, und was jetzt hier passiert ist, dass der Erzförderer das Erz in den Schmelzofen schaufelt. Und das wird dann automatisch zu Eisenplatten verarbeitet, weil wir hier ja Eisen haben, das wir abbauen. Da können wir auch schon den nächsten bauen. Und bei den Steinen, die wir gesammelt haben, können wir auch die nächsten Schmelzen bauen. Und ich würde jetzt mal eben warten, bis wir einen zweiten Erzförderer haben können. Weil damit werden wir jetzt gleich mal unsere Kohle sammeln. Auf dem Weg dahin können wir gleich mal hier Steine wegräumen, weil wir werden hier das Kupferfeld auf jeden Fall auch brauchen. Achso, können wir kurz gucken, wie viel haben wir denn hier überhaupt? 1,4 Millionen. 2 Millionen. Okay, das klingt jetzt erstmal viel. Das ist es eigentlich gar nicht. Und dafür, dass die Felder so groß sind, ist das auch eigentlich nichts. Also das werdet ihr dann im weiteren Verlauf sehen. Je weiter wir vom Startpunkt aus wegkommen, desto reichhaltiger werden die Felder sein. Und das hier, ja, das ist jetzt großflächig. Aber wenn wir dann von den ja, Burner Miners wegkommen, also von den befeuerten Erzförderern, hin zu den elektrischen. Ja, dann wird das hier auch relativ schnell alle werden, was wir hier haben. Und naja, mit den Gegnern, die wir haben, den Bitern, den Beißern, wird es höchstwahrscheinlich auch so sein, dass wir relativ frühzeitig gute Verteidigungsanlagen aufbauen müssen. Also, dass das, was hier ist, auch, ja, sagen wir mal, relativ gut für unsere Munitionsverarbeitung aufgebraucht werden wird. Und naja, ihr werdet dann schon sehen, wie schnell das weggeht. So, gleich nochmal Steinchen sammeln, gleich mal auch Holz sammeln. Wir brauchen nämlich für die ersten Strommasten auch Holz, ne? Ganz klassischerweise, wie man die von früher kennt, je nachdem, wie alt ihr seid. Möglicherweise auf dem Dorf stehen die auch heute noch rum teilweise. Und später werden wir dann auch bessere haben. Grundsätzlich ist Factorio erstmal so aufgebaut, dass ja, man mit so relativ einfachen Sachen anfängt und dann peu à peu die Sachen komplexer werden und auch besser werden. Und was Factorio Extended als Mod macht, ist, dass es diese ganze Spirale noch erweitert. Das heißt, normalerweise, also es gibt Fließbänder in drei Geschwindigkeitsstufen und Factorio Extended ergänzt das Ganze nochmal um. Es muss ich lügen, ich glaube noch zwei weitere Stufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, und da geht es dann nämlich los. Ich habe jetzt Factorio schon eine ganze Menge gespielt, aber eben noch nicht das Factorio Extended Plus. Da weiß ich nicht, was auf uns zukommt. Das werden wir also gemeinsam entdecken.
Und ich hoffe, dass euch das genauso viel Spaß machen wird wie mir. Das bedeutet auch, dass ihr mir beim Rätseln zugucken könnt, wie manche Sachen dann zu bauen sind, zu funktionieren haben. Das weiß ich dann nämlich an der Stelle auch nicht. So. Das geht jetzt schon relativ gut voran hier. Das werden wir auf jeden Fall trotzdem noch erweitern. Wir haben jetzt hier schon ein paar Öfen. Das mag jetzt vielleicht relativ viel aussehen, kann ich euch direkt sagen. Das ist es nicht. Grundsätzlich gilt in Factorio, man hat einfach nicht genug. Um jetzt hier schneller mit dem Eisen voranzukommen, stelle ich jetzt hier mehr von den ganzen Sachen hin. Aber ihr seht auch die Rauchwolken, die dabei entstehen. Das hat zur Folge, wir können ja hier mal die Umweltverschmutzung anzeigen lassen. Alles, was hier irgendwie arbeitet, erzeugt die Umweltverschmutzung. Ne? Und so Sachen wie Bäume, ja, säubern die Umweltverschmutzung wieder. Aber die wird sich natürlich trotzdem ausbreiten. Und gerade hier über Wasserflächen ist nichts, was die Umweltverschmutzung irgendwie aufnimmt. Das bedeutet, das wird alles noch relativ groß werden. Und je größer unsere Umweltverschmutzung ist, desto stärker werden die Einheimischen sagen, also die Beiter, dass das so nicht geht. Und die werden uns bzw. unsere Anlagen angreifen, um ihr Zuhause zu beschützen. Aber das soll uns mal egal sein, denn wir wollen eine Fabrik bauen. Und Natur ist egal und Einheimische sind auch egal. Kommt alles weg. Kennt ihr vielleicht, je nachdem wo ihr wohnt, großer Tagebau, Kohlebau mit irgendwelchen Seen, die dadurch entstanden sind. Völlig egal, ne? Ganze Dörfer werden umgesiedelt. Hier machen wir das ähnlich. Wir siedeln die nicht um, die Beiter, sondern wir animieren sie zum Umziehen, sage ich mal. So, da fehlt uns jetzt einer. Was man halt machen kann ist, dass man die hier quasi in Reihe schaltet und einen Kreislauf bildet, dass die sich also selbst mit Kohle füttern. Die brauchen nämlich Kraftstoff, um zu funktionieren. Und also produzieren aber mehr, als sie verbrauchen. Und dadurch, ja, kriegen wir dann immer mehr Kohle raus. Die wird jetzt gleich wieder alle sein, weil, wie ihr seht, da wollen schon wieder Sachen gefüttert werden. Und genau das ist der Kreislauf, der hier Ewigkeiten dauert. Ins Unendliche. So, da haben wir dann wieder direkt die nächsten Sachen verbraucht. Ich glaube, hier kommt keiner hin. So, dann werden wir mal den noch hier mit hinstellen. Und auch nochmal mit Kohle füttern. Und dann haben wir 2, 4, 6. Ja, man kann es auch so zählen. 9 Stück. Na gut. Dann soll das erstmal passen. Da kommen jetzt auch nochmal ein paar. Dann können wir nochmal den Kohle-Loop dort schließen. Und dann brauchen wir auch schon Kupfer. Und das Schöne hier ist jetzt, dass wir alles relativ nah beieinander haben. Das könnte sonst auch anders gehen. So, ihr seht, der ist leer, der blinkt. Der arbeitet jetzt und hat jetzt die Kohle, die er hier gefördert hat, ins Inventar von dem gepackt. Und jetzt kann der weiterarbeiten. Okay, das sind jetzt 8. Das ist eigentlich auch gar nicht so viel. Okay, dann stellen wir mal nochmal 8 hin und bauen nochmal die 6 und dann haben wir auch genug. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon mal das aufmachen, ne, da könnt ihr schon sehen, okay, das ist schon mehr geworden. Und wir werden nicht dazu kommen, weniger Umweltverschmutzung zu produzieren. Was es halt auch noch gibt, das sind Mods, die entweder als Paket oder als Einzelmod Umweltverschmutzung aufbrauchen, indem sie irgendwie so Filter produzieren lassen. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob das hier auch mit dabei ist. Gucken wir mal. Das wäre sonst nämlich eine schöne Möglichkeit, um die Umweltverschmutzung in irgendeiner Art und Weise zu begrenzen. Ja, wir werden sehen. So, dann nehmen wir mal das raus. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist Strom. Denn ich mache mal den Forschungsbildschirm auf. Das ist das alles, was wir erforschen können. Das Schöne ist, wir können es im Vorfeld schon sehen. Und hier sind zum Beispiel so ein paar Mod-Sachen. Ne? Wir haben hier also Biolandminen und offensichtlich einen Turm, der die verteilt. Das ist aus einem Mod. Das seht ihr da an dem blauen Text unter der Überschrift Rampant Arsenal. Ansonsten sehen die normalen Sachen eben so aus.
Mal kurz, da ist das Pop-up, ne? Da ist dieser blaue Text nicht. So, was wir jetzt brauchen für unsere Fabrik ist natürlich Automatisierung. Und wir werden auf jeden Fall das mit erforschen. Einfach, damit es ein bisschen heller für euch ist. Wir werden relativ schnell Besuch bekommen. Deswegen ist die Frage, gehen wir dann schon in die militärische Forschung? Ich glaube, wir werden erstmal die Logistik machen, damit wir dann auch schneller ins Machen kommen. Das werden wir frühzeitig brauchen, Mauern. Na, und dann seht ihr in der Forschungsschlange hier und mit einer anderen Farbe unterlegt. Das könnte ich jetzt schon einreihen. Aber bevor das machbar ist, muss hier was anderes erforscht werden. Das heißt, das kommt auf jeden Fall erst später und das Rote geht noch nicht, weil Voraussetzungen noch nicht eingereiht sind. Dann haben wir das schon gemacht. Für die Automatisierung brauchen wir diese Forschungspakete und zwar 10 Stück. So, bevor wir das machen können, brauchen wir aber ein Labor. Das braucht Strom. So, Strom funktioniert dadurch, dass wir einen Boiler haben, den wir beheizen müssen. Und da wird Wasser verdampft und dann werden diese Dampfmaschinen angetrieben. Das heißt aber auch, wir brauchen Wasser und eine Pumpe. Die machen wir uns direkt mal. So, dann brauchen wir einen Boiler und eine Dampfmaschine. So, und wenn ihr dann mal unten guckt, da steht was von erzeugter Dampf, Ausgabe 60 pro Sekunde. Und so eine Dampfmaschine, da steht verbrauchter Dampf 30 pro Sekunde. Das heißt, wir können mit einem Boiler zwei Dampfmaschinen antreiben. Wir können jetzt nur fünf Boiler bauen, weil uns Eisen fehlt. Da sind schon 10. Ich würde sagen, die machen wir mal. Und jetzt fehlt uns schon wieder Eisen für die Heizkessel. Und wenn wir 10 Stück hiervon bauen und das ein, ne, 2 zu 1 Verhältnis ist, dann brauchen wir 5. Können wir schon mal die 4 machen. Dann haben wir jetzt unseren fünften. Und dann muss das alles noch mit Rohren versehen werden. Die haben wir zum Beispiel hier. Hier haben wir ein Untergrundrohr. Oder eben oberirdische Rohre. Und wie ihr seht, das braucht auch alles Eisen. Und gerade die unterirdischen Rohre, ne, brauchen Eisenplatten und 10 Rohre. Und das sind also schon mal 10 Platten plus die 5 Platten, sind also 15 Rohre. 15 Eisenplatten. Da könnt ihr schon mal sehen, man braucht da einfach eine ganze Menge Zeug von. Und dann craften wir jetzt schon eine ganze Menge. Ohne dass wir jetzt nochmal wirklich die Wissenschaftspakete machen konnten, die im Übrigen, ne, Zahnräder brauchen und Zahnräder brauchen Eisenplatten. Das heißt, ihr seht, man braucht viel und am besten noch mehr. Ja, wir brauchen auch Kupfer dafür. Das nehmen wir also direkt mal mit. Und mit dem Kupfer können wir dann auch wieder mehr Strommasten herstellen, wenn wir mehr Holz hätten. Und da kommt dann das Holz ins Spiel. So, dann werden wir das mal hier vernünftig auffüllen. Und wenn wir noch Kohle übrig haben, werden wir das hier auch mal gleich machen. Und hier war das schon gar nicht mehr so viel. Kohle ist alle. Und bevor wir den Strom aufbauen, werden wir ja dann auch erstmal nochmal Kohle sammeln. Und dann haben wir hier auch schon mal elektrische Erzförderer. Wir werden erstmal das Labor mitnehmen. Und dann auch die Sachen craften. Dann haben wir erstmal ein alles. Nehmen wir sicherheitshalber, falls wir noch irgendwas brauchen, Eisen mit. So, und dann ist jetzt die Frage, okay, wie bauen wir es jetzt wirklich auf? Und ihr seht hier schon, ne, das breitet sich immer weiter aus. Also, es richtet sich eben nicht nur danach, wie viele Maschinen hier laufen, also auch. Die Ausbreitung braucht auch Zeit. Das heißt, selbst wenn wir jetzt alles abschalten würden und keine Umweltverschmutzung mehr produzieren würden, würde sich das trotzdem immer noch weiter ausbreiten. Ist ein bisschen wie beim Klimawandel, ne? Wenn wir jetzt CO2-Ausstoß aufhören würden, würde das Ganze trotzdem noch ein paar Jahre weiter gehen. Und hier habe ich es jetzt ganz toll hinbekommen. Jetzt jede Kohle so rausgenommen, dass das ganze System zum Erliegen kommt. Deswegen werden wir das mal irgendwie anders machen. Wir werden das mal hier rüberleiten. Das geht hier lang. Dann geht der hier rein und dann geht das da wieder hoch. Und schwupps, da geht's weiter. Sehr schön. So, das soll erstmal reichen. Und wir können natürlich hier die Kohle auch noch mitnehmen. Und es ist ja auch super angenehm, dass da Kohle mit drin ist. Zumindest in manchen. Ne? Wie ihr rechts seht, da zeigt er an erwartete Ressourcen. Jetzt ist es nur Stein. Ebenfalls nur Stein. Ja. Aber man erkennt natürlich irgendwann die guten Steinchen. Es ist zum Beispiel dieser dort. Der hat Kohle. Das nehmen wir direkt mal mit. So, ich würde es dann jetzt auch ungern
weit weg bauen. Das müssen wir mal gucken. Ich bin ja ein Freund davon, dass alles irgendwie geordnet ist. Und ich würde sagen, wir können hier wie so eine Passage lassen, wo man durchkommen würde und das jetzt hier hinstellen. Ich will auch zusehen, dass wir das nicht zu sehr auseinanderziehen, was wir bauen. Weil, naja, wir werden irgendwann angegriffen werden und wenn man dann weite Laufwege hat, wenn es nicht gut verteidigt ist, naja, das ist halt dann doof, ne? So, dann nehmen wir nochmal hier das Holz mit. Und ich würde sagen, wir ja, versuchen mal das hier schon relativ weit oben irgendwo zu bauen. Wo können wir denn die Pumpe hinstellen? Das Schöne ist nämlich, ne, dass uns das hier angezeigt wird bei den grünen Kästchen, wenn man die Pumpe auswählen. Und ja, wir könnten die tatsächlich hier vorne hinstellen. Ich glaube, das machen wir auch mal. So, dann soll das Wasser jetzt hier lang. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie Rohre ziehen. Bin jetzt mal so, dass ich sage, okay, wir brauchen hier ein Rohr, um das Untergrundrohr anzuschließen. Und dann hat das hier, ne, die Strichlinie. Bis dahin geht das. So, und jetzt würde ich mal eben gucken, wenn ich hier stehe. Ja, da kommen wir hier also super dran vorbei. Das heißt, mit dem Abstand bin ich zufrieden. Das passt. So, dann kann man sich jetzt überlegen, okay, wie baut man das auf? Ich würde das jetzt mal so machen, dass da ein Rohr zwischenkommt, weil wir müssen den Strom, den wir hier erzeugen, ja auch irgendwie abführen. Das heißt, wir brauchen da auch Stromanschluss. Der steht jetzt also dazwischen. Und was uns das hier ermöglicht, ist, dass wir später Greifarme hinstellen und ein Fließband machen, dass dann also die Kohle von ganz alleine in die Boiler geht. So, ich nehme das mal eben weg, weil das sowieso weg muss. Das wird jetzt theoretisch sogar schon reichen. Und in dem Moment, wo ich das sage, fällt mir das selbst auf. Dann stellen wir das Labor mal dahin, die Stromreichweite. Die Wissenschaftspakete rein und dann fängt er an zu erforschen. Den können wir auch schon mal wegnehmen. Den Rest unten könnten wir erstmal stehen lassen. Und zu einem anderen Zeitpunkt wegmachen. Und eine Funktion, die Factorio bietet, ist eine Copy-Paste-Funktion. Ne, kann man hier einmal kopieren und ihr seht, Steuerungstaste C ist also die ganz normale Windows-Kopierfunktion. Kann man also nehmen. Ja, und dann kann man das hier mit hinstellen. Und wie ihr seht, ich habe das also schon genauso gebaut, dass das da alles rein passt. Und wie ihr hier jetzt seht, da steht der Stein im Weg und ein Baum, der hier rumliegt. Das nehmen wir jetzt mal weg. So, ihr seht jetzt hier die durchsichtigen Sachen, ne? Das sind die sogenannten Ghosts. Ja, das, wie soll ich sagen, wenn wir jetzt Roboter hätten, die das für uns bauen würden, dann würden die jetzt losfliegen und das bauen, wenn die da in Reichweite für wären. Für uns ist das, oder für mich ist das jetzt erstmal vorrangig dazu gedacht, um einen Eindruck davon zu bekommen, okay, wie viel Platz brauche ich, wo soll das alles hin und so weiter, ne? Dass man so ein bisschen vorplanen kann. Die Idee ist das, dass wir das noch relativ weit darüber ziehen. Denn die Pumpe erzeugt 1200 Wasser pro Sekunde und der Boiler braucht nämlich 60 Wasser pro Sekunde. Das heißt, wir können da mal eben 20 Boiler einreihen. Das sind also noch ein paar. Das sind ja jetzt 5. Und eigentlich können wir das direkt schon mal machen. Wir können mal die 5 nehmen. Und dann haben wir hier. Achso, wenn ich jetzt Shift drücke, dann platziert er das, auch wenn da Sachen drunter liegen. Dann sind das 10, 15 und 20. Bis da hinten wird es gehen, dann, wenn wir soweit sind. Okay, wir haben jetzt die Automatisierung erforscht. Und können hier jetzt bauen die Montagemaschine und auch andere Greifarme. Und wir brauchen auf jeden Fall die Wissenschaftspakete. Ich werde das jetzt einfach mal mitnehmen. Wir werden das nämlich gleich mal ein Stück weit automatisieren. So, dann kann man hier die ja, Strommasten einfach nehmen und wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, dann werden die auch automatisch an entsprechenden Stellen platziert. Und wie ihr da beim Wasser gesehen habt, der hat die jetzt anders zusammengerückt, weil er gemerkt hat, da wo er von der Entfernung her hätte hingemusst, ging es nicht, weil da was im Weg war. Also hat er es selbstständig umplatziert. Sehr nett vom Spiel. Achso, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt habe ich den Strom gar nicht weiter aufgefüllt, ne? Obwohl, das geht schon. So, wir werden mal sehen, dass wir, ah ja, Fabriken kriegen. Es fehlt mal wieder an Eisen. Wer hätte es gedacht? So, und da können wir direkt ein paar mehr bauen. Und dann können wir nämlich direkt mal anfangen, das zu automatisieren. Jetzt muss ich mal gucken, wie das zusammenpasst. Also was wir brauchen, sind Zahnräder. Da würde ich jetzt einfach mal die beiden Öfen hier nehmen. Dann stellen die uns Zahnräder her.
Und dann brauchen wir eine Fabrik, die Wissenschaftspakete herstellt. Und dann können wir das Labor damit ranstellen. So, dann brauchen wir noch Greifarme. Da können wir gleich mal ein paar mehr von machen. Und dann würde ich sagen, okay, das brechen wir mal ab. Dass wir dann gleich mal zu Greifarmen kommen. Was wir jetzt hier irgendwie bräuchten, wäre nochmal auch Kupfer. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Okay, das haben wir nicht. Ich würde die jetzt einfach mal abbauen hier. Weil wir da noch craften. Und dann sollen die mal das Kupfer direkt herstellen und da reinschmeißen. Und dann haben wir eigentlich schon alles, was wir insofern brauchen, um die erste Automatisierung zu haben. Und für den Strommasten. So, und hier seht ihr die quasi den Werkzeuggürtel. Da können wir direkt mal so ein paar Sachen einstellen, dass wir die dann auch entsprechend sehen. So, da brauchen wir Zahnräder. Das muss so. Dann haben wir das eigentlich. Dann fehlen uns jetzt die Strommasten. Und dann hoffe ich mal, dass die einigermaßen fertig sind gleich. Okay, wir werden die mal abbrechen. Wir brauchen jetzt Strommasten. Das dahin, dahin. Und dann ziehen wir die hier mal runter. Ich würde es jetzt nicht auf Kupferfeld stellen. Ah ja, Kohle. So. Die Zahnräder sind fertig produziert. Die bleiben jetzt hier im Inventar, weil wir haben jetzt im Grunde genommen so viel produziert, dass die nächste Maschine die gar nicht mehr annimmt. Man kann mehr reinmachen. Die Greifarme, die haben ungefähr, sagen wir mal, ein Gefühl dafür, wie viel da jetzt reinpassen soll. Das ist vom Rezept abhängig. Und zwar braucht ja ein so ein Wissenschaftspaket ein Zahnrad. Und ne, er packt immer so viel rein, dass man zwei Rezepte noch zusätzlich hat. Also zwei Durchläufe. Und den Rest lässt er da stehen. Das ist vor allem dann gut, wenn man so Förderbänder mit da laufen hat, weil ja, die dann nicht die Förderbänder sinnlos leer greifen, sondern die Ressourcen durchlassen, um Folgemaschinen zu bedienen. So, wir nehmen uns jetzt hier nochmal Eisen raus. Wir könnten jetzt diverse Packs craften. Da können wir auch gerne mal ein bisschen mit unterstützen. Und wir könnten auch schon mal noch mehr Labore mit einreihen. Und was wir noch machen werden ist, dass wir ja nochmal Zahnräder herstellen und dann direkt Fließbänder. Dann bauen wir die nämlich auch schon mal. Und ich würde sagen, hier nehmen wir uns auch mal ein paar Zahnräder raus. Und packen die in eine Kiste. Einerseits, weil wir es können und andererseits, weil wir die dann nämlich auch selber nicht mehr herstellen müssen. Okay, da kommen die ersten Förderbänder schon. Die hebe ich mal mit F vom Boden auf. Weil die Kisten brauchen jetzt noch einen Moment, beziehungsweise das können wir abbrechen. Ach komm, dann nehmen wir die auch nochmal weg. Und hier nochmal neue. So, und dann seht ihr nämlich vielleicht auch hier. Hier sind Wissenschaftspakete drin. Die werden gar nicht mehr rübergepackt, weil hier das gleiche gilt. Das wird nicht vollgepackt. Was man jetzt machen kann ist, achso, die sind noch nicht fertig, dass man hier die Labore in Reihe stellt mit dem Greifarm zwischen. Dann packt er die nämlich einfach ins nächste Labor immer. So, und dann haben wir jetzt hier das gleiche Ding. Wir könnten jetzt hier schon mal abstecken, wohin würden wir kommen. Na, hier würde ich vielleicht mal wegbleiben. Achso, ja, nach oben bauen ist auch schwierig. Dann na, würde ich sagen, okay, bauen wir erstmal hier lang. Hatte 5 Stück gebaut, stellen wir die erstmal so hin. Schön muss es noch nicht werden, sein, dass das kommt noch. Ja, das Labor ist nicht drin. So. Dann können wir auch schon mal die Förderbänder mit hinstellen. Förderbänder sei schon Greifarme mit hinstellen. So, die Kisten sind fertig. Da haben wir sie. Zack. Und ihr seht, das läuft jetzt einfach durch. Ah, da oben wird Kohle gebraucht, die wir nicht haben. So, die Wissenschaftspakete packe ich mal mit rein. Und hol mal Kohle. Und da sieht man zum Beispiel auch, ne, ich hatte alles irgendwie vollgepackt und die Erzförderer, die sind halt irgendwie schneller leer als die Öfen. Die haben jetzt aufgehört zu produzieren, weil deren Inventar ist voll. Das ändern wir jetzt. Und dann haben wir jetzt einen schönen Kohleberg im Inventar. Und
Ich überlege gerade, wie Steine machen wir mal alle zu Öfen. Da werden wir jetzt gleich dann richtig viele von brauchen. So, jetzt kommen die Labore, endlich. Zack, und da packt das rüber und dann haben wir zwei Labore, die arbeiten. Das Ganze ist noch ganz schön langsam, weil dieser gelbe Greifarm halt auch einer der langsamsten ist. Aber das werden wir dann auch ändern. So, die Kisten hier kann man in ihrer Kapazität einstellen. Ich würde jetzt mal sagen, am Anfang sollte uns das so reichen. Und so wie man, sagen wir mal, Gebäude kopieren kann, kann man das auch mit Einstellungen machen. Also ich kann jetzt hier Shift-Rechtsklick machen und Shift-Linksklick und dann seht ihr, da ist eine grüne Kiste. Das ist also, wo wir das herkopieren und das andere habe ich jetzt schon rüber kopiert. Das machen wir mit den Zahnrädern auch, damit wir nicht die ganzen Ressourcen verbraten. So, und was ihr jetzt hier seht, ist einfach der Fall, dass wir jetzt nicht mehr genug Pakete herstellen. Ne, die werden jetzt einfach bis zu Ende durchgereicht und dann in den letzten Laboren weggeforscht. Jetzt ist natürlich genau das der Punkt. Man kann jetzt die ganze Produktion vervielfältigen, dann kann man auch schneller erforschen und so weiter. Und irgendwie so werden wir das dann mal machen. Ich werde jetzt mal direkt ein paar elektrische Erzförderer herstellen. Und zwar werden wir damit dann erstmal unsere Stromversorgung absichern. Deswegen auch die ganzen Fließbänder. Die können wir hier auch mal mit reinmachen. So, und dann sieht man unten nämlich auch, wie viele man hat. Und dann kann man sich überlegen, okay, wenn ich die jetzt hier irgendwie hinstelle, dass man, na, oder dass man die so in Reihe stellt vielleicht, dann kann man hier unten die Kohle langziehen und die dann damit entsprechend bestücken. Wir haben noch 5 Greifarme. Das ist hervorragend, denn genau so viele brauchen wir ja, wenn wir die Boiler entsprechend bestücken wollen damit. Haben wir noch Kupfer? Ja, ein bisschen. Das nehmen wir mal noch mit. Die haben jetzt auch aufgehört, weil die sind voll. Ne? Also der Ressourcenausgang ist voll und die haben auch schon 50 Erz reingepackt. Ist also alles voll. Das haben wir jetzt wunderbar. Und das Schöne ist, weil wir das automatisiert haben, brauchen wir nicht darauf achten, ob das produziert. Solange wieder nämlich Ressourcen sind, wird das produziert. So, dann nehmen wir das auch mal gleich weg. Natur ist hässlich. Machen wir nicht. So, dann stellen wir mal die hier auf. Ihr seht, die haben auch den Vorteil mit dem Kästchen drumherum. Die haben eine größere Abbaufläche. Und ich würde sagen, wir stellen die einfach mal so hin. Das hat natürlich zur Folge, dass gerade die Erzförderer am Rand schneller alle sind. So. Dann mache ich das mal gleich weiter, dass wir mir hier oben welche hinstellen, die auf das gleiche Band legen können. So, das muss weg. So viel zum Thema Natur. Dann gut, ziehen wir das mal hier lang. Und so, entfrei lassen und dann kommt das dahin. So. Oh, da hat es jetzt nicht gereicht. Okay. Na gut. Das machen wir gleich. So, die kommen dahin. So, das sind schon elektrische Greifarme, die brauchen Strom. Es würde sonst noch andere geben, und zwar die hier, die befeuerten Greifarme. Die würden sich sonst erstmal Kraftstoff, also jetzt in unserem Fall Kohle, vom Band greifen, um sich selber zu füttern. Und dann würden die die Boiler nehmen. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn irgendwann mal Strom ausfällt, weil Kohle alle ist, ne, dass ich dann einfach die was anderes aufs Band schmeißen kann, wenn ich was habe. Und die dann von alleine wieder anfangen. Allenfalls ist aber auch der Plan, darauf zu achten, dass das gar nicht erst passiert. Gucken wir mal. So, die sind jetzt an. Und hier, wenn man so Strommasten anklickt, dann sieht man, okay, was hat man, also was erzeugt man, was verbraucht man, was verbraucht wie viel. Und dann sieht man, okay, wir haben noch 8 Megawatt übrig, rund von dem, was wir theoretisch erzeugen könnten. Und das Schöne ist, dass die Boiler halt nie mehr verbrauchen, als der Bedarf ist. Also, na, das heißt, die verbrennen jetzt nicht einfach grundlos Kohle, obwohl wir das gar nicht bräuchten. Das ist also sehr ressourcenschonend. Gott sei Dank. So, die brauchen noch eine Weile. Die breche ich mal ab. So, und da haben wir auch schon mal bessere Waffen. Das werden wir gleich mal machen. Und ja, gleich mal machen ist gut. Wird ja noch einen Moment dauern. Dann haben wir auch schon mal ein bisschen was Nettes zum Spielen.
Ja, wir haben ja auch Geschütztürme. Okay, die sind vom Rampant. Jetzt haben wir Geschütztürme erforscht, ne? Das heißt, das sind so die Initialen. So, da kann man unten sehen, Se Reichweite 16. Also haben die normalen Türme eine größere Reichweite. Auch eine deutlich größere Feuerrate. Aber die haben 20% Schadensbonus. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das ist mir schon ganz lieb. Da werden wir mal 5 herstellen. Und na, machen wir mal nicht 5, machen wir mal 2, denn den Rest setzen wir in Munition um, für das wir wieder Eisen brauchen. Und dann könnt ihr schon sehen, Eisen ist schon wieder alle. So, und dann würde ich sagen, wir stellen hier nämlich mal eine anfängliche Verteidigung auf. Das sollten irgendwie unsere Gegner der Meinung sein, uns an den Karren pissen zu wollen. Dann werden die hier hoffentlich gut empfangen. So, ihr seht, da ist der Feuerradius. Das heißt, ich würde mal einen hier hinstellen und ja, schon irgendwie einen hier drin, in der Hoffnung, dass der gut was abdeckt. So, und jetzt haben die keine Munition gekriegt, weil ich keinen im Inventar habe. Denn das, was hier unten drin ist, ist mein persönliches Zeug. Ja, das wird da nicht verteilt. Ist jetzt schon nicht so viel. Ich mache jetzt mal einen Rechtsklick, um die Hälfte zu nehmen. Steuerung Linksklick, da ist dann alles drin. Das heißt, ich nehme jetzt die andere Hälfte, pack die da rein. So, und ihr seht, ne, gelbe Munition. Könnt ihr euch vorstellen, gibt dann später auch noch bessere Munition. Aber das machen wir zu einem anderen Punkt. Das war jetzt erstmal der Start der ersten Folge. Ihr seht schon, das ganze Spiel, ne, das geht nicht ganz so schnell voran. Das ist halt Factorio, das dauert eine Weile. Nichtsdestotrotz, genau deswegen werden euch auch sehr viele Folgen erwarten, denn bis wir hier wirklich was geschafft haben, wird wirklich ein bisschen Zeit vergehen. Bis zur nächsten Folge hoffe ich, dass ihr eine schöne Zeit haben werdet. Habt noch einen schönen Tag. Ich freue mich darauf, dass ihr wieder einschaltet. Lasst es euch gut gehen und bis dann. Tschüss!